5 Minuten Stubendurchgang. Schauen Sie, dass alle Leute dann hier sind, ne? Zusammengestellt und vorhin stubenbereit zur Abnahme. Verstanden. Gut. Kommen 5 Minuten Stuben. Okay. Braucht ihr den Mob noch? Wie bitte? Braucht ihr den Mob noch für den Bodenwischen? Nee. Ich bin für irgendwas zuständig. Ja, Stufe 2.1, deine Stufe. Ach so. Hey, wie waren die Zimmer? Waren die Zimmer 1 von? Das Zimmer 2.1 oder das Zimmer 2.01? 2.1. Also, es ist 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Den Besprechungsraum will ich dir mal zeigen, ja. Die Kantine war. Ah, die Dusche kann man ruhig nochmal durchwischen. Oder hat dir schon gezeigt? Ja? Die Dusche. Jawohl. Ich habe meinen Namen gehört. Gucken wir mal rein. Ohne. Gut, danke. Was ist denn hier in der Dusche? Ist der sauber noch? Das war im Schrank, wie sie gestern gesagt haben, hier das noch auf. Ohne. Ja, genau. Guck ich mir jetzt gleich mal an. Ja. Ja, spinnt sie gut aus. Betten sehen auch gut aus. Die Stube passt. Hält jetzt hier mal 2-1 ab. Gut. Wo ihr nicht raus sind jetzt. Ja. So, jetzt. Wir sind dran, zwei. Ja. Herr Stabsoffizier? Was ist? Stabsunteroffizier, Entschuldigung. Wo ist hier der Fleck in der Dusche? Ja, können wir machen. Jawohl. Dann hin. Ja, komm, der mit ran. So, hier unter dem Zelt darfst du rauchen, ne? Ohne Mütze allerdings, auch wenn es im Freien ist. Ja, allgemein, immer wenn du Pausen hast, immer Mützen abziehen, wenn du Pause hast. Dann weiß ja auch jeder Offizier, dass du Pause hast im Moment. Hier. Achtung, da liegt eine Mütze auf dem Boden. Wer hat die Mütze liegen lassen? Einer von euch beiden ist die Mütze rausgefallen. Wie ist die Mütze rausgefallen? Ich glaube, ich habe meine, ja. Muss mal die Taschen nähen lassen. Hier gibt es immer eigentlich Essenausgabe, wenn da nicht gerade irgend sowas liegt hier. So. Jeder von euch hier, ja, da ist auch die Essenausgabe, die wurde schon verschwunden von gestern. Hier kann man jetzt oben. Hier glaube ich von halb 6 bis 6 oder so und von 12 bis halb 1 oder 5. Wir sitzen hier nach vorne. Irgendwie sitzt falsch, oder? Sehe ich das Nein. falsch? Gut, dann passt's. So, dann gleich zur Sache zu kommen, Jungs. Wir hatten zwar recht verhältnismäßig angenehme Wochen hinter uns, nach dem, sagen wir mal, ein bisschen stressigen Einstieg in unseren Aufenthalt hier, aber um direkt zur Sache zu kommen. Wir müssen heute wieder in Einsatz und heute sind wir im Kampfeinsatz. Sammelt eure Sachen. Wir haben Gefechtsstreifen mit dem Namen Dora zugewiesen bekommen. Sie sehen das hinter mir. Überlauflinie Bertha, damit das einmal geklärt ist. Drei Objectives, Main, Rhein und Donau. Dabei ist Donau das am letzten zu erreichende Objective, welches auch gehalten wird am Ende. Unser Vorgehen recht simpel, wir werden im Verbund am Anfang die Überlauflinie Bertha übertreten und entlang am südlichen Verlauf des Grenzstreifen oder des Gefechtsstreifen am Wald und Deckung suchen und Richtung Nord-Nordost Sicherung aufbauen. Infanterie ist da abgesessen, ne? Ihr sichert den Nahbereich der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge kämpfen sich durchs Gelände, durch den Wald, während die Infanterie alles, was im Wald ist, 3, 4, 5 Mal abcheckt. Wenn da irgendwas auftaucht, was feindlich ist, ich möchte davon nicht mal was gehört haben, bevor die Meldung kommt. Ne? Volle Aufmerksamkeit hier. Wir sichern am Ende das Waldchen immer wieder am Rand Richtung Object Mine. Nachdem aller aufgeklärter Feind dort bekämpft wurde, wir haben durchaus im Gelände mit Zivilisten zu rechnen, wird Spirit 1-2 überspringen auf Höhe 3-1-12, auch noch leicht hinter mir zu erkennen, und von dort aus ins Objective Mine eintreten und das Gelände sichern. Damit wird vorgehen, das wurde ganz einfach angewandt, wir sind in Stand, wir haben zwar nicht das Optimalgelände vor uns mit größeren
größeren Gelände, das überwacht werden muss dort. Aber das schaffen sie. Ich möchte Tempo haben. Wir ziehen dort unsere Kräfte sehr weit auseinander. Das bedeutet maximal halbe Stunde. Wenn der Feind dort in zu großen Kräften auftritt, dass wir dort nicht weiterkommen, wird zurückgezogen und neu angegangen. Dazu aber jetzt nicht mehr. Nachdem Main genommen ist, werden wir uns im Verbund wieder Richtung Nord-Nordost über Objective Rhein wiederfinden und von Süd Objective Rhein angehen, während 1-1 wieder Sicherung übernimmt, 1-2 ins Gelände, ins Objective Rhein geht. Sollten wir keine Sicherung aufbauen können, 1-1, gehen wir ebenfalls mit rein. Die Verantwortung der Infanterie liegt jeweils bei seinem eigenen Kommandanten, Bedeutung keine Zusammenführung der Infanterie. Nachdem das Objective Rhein genommen ist, rücken wir auf dem Straßenverlauf Richtung Donau vor. Bauen knapp 1 Kilometer vor Donau eine Sicherung auf, Infanterie setzt ab und begibt sich südwestlich ins Gelände rein, ins Wald, auf Höhe 340 und Co. Und begibt sich nach Süden und schlicht und dann am Ende nach Südost nach Höhe 366 und baut Sicherung nach Donau auf. Während die Fahrzeuge genau die gegengesetzte Richtung einschlagen und nach unten ebenfalls die Straße nach rechts bzw. nach Nord nach Osten verlassen und zur Sicherung Richtung Süd aufbauen. Wenn die Infanterie Donau betritt, springt Fahrzeug 1-2 nach und gibt im Gelände, in der Stadt, in diesen Häuseransammlung ebenfalls Sicherung unter Anweisung des Truppführers 1-2. Die andere Infanterie hält sich im Hintergrund und koordiniert. Nachdem Feind dort geworfen bzw. zerstört wurde, alles was dort aufgehalten ist, rückt 1-1 nach und wir bauen eine Sicherung nach Süd, Südwest und Südost auf. Ab dem Punkt sollte unser heutiger Auftrag beendet sein, dann rücken eigene Kräfte nach, sichern das Gelände und wir können im Endeffekt unseren Abend ein bisschen genießen, beziehungsweise unseren Nachmittag. Ich habe Einsatzdauer maximal 3 Stunden. Sollten wir länger brauchen, kann das passieren. Ich möchte aber schnell durchkommen. Ich möchte gezielt vorkommen und ich möchte mich nicht binden lassen. Wenn der Feind vorkommt und der Befehl von mir kommt, dass wir uns zurückziehen, dann wird er direkt befolgt. Zur Ausrüstung standardisiert, es müssen heute keine Rucksäcke mitgenommen werden, braucht niemand, damit das mal geklärt ist. Wir werden kein Lager dort aufschlagen, sondern nachdem die Kräfte nachgerückt sind, eigene, werden wir uns zurück zur FOB begeben. Irgendwelche Fragen dazu? Ja. Was ist mit den MGs? Sollen die noch einen Rucksack mitnehmen für zusätzliche Munition oder sollen das einfach nur die MG2-Schützen nehmen? Aufgenommen kann das Fahrzeug gelegt werden. Ich möchte, dass die Infanterie beweglich ist. Spätestens nach Objective 2, nach Main, näher rein ist das, denke ich, dass sie sowieso aufmunizieren müssen. Danach sollte der Rucksack leer sein. Wenn nicht, haben sie was falsch gemacht mit dem MG. Und dann kann der Rucksack auch leer wieder zurück ins Fahrzeug gelegt werden. Ausnahme ist natürlich ihr Assist. Soll natürlich ein paar Kugeln mitschleppen. Das ist logisch, dass der seinen Rucksack mitnimmt. Ja, das... Aber da haben sie die dementsprechende Rucksäcke ja in ihrem Spind. Genau. Ansonsten, wie immer, kommen sie zu mir. Weitere Fragen? Gut, dann einmal für die Truppführer, abgesessenen Truppführer und Gruppenführer, der Funk für heute. Aufschreiben, merken, wenn sie gar nicht ihre Funkgeräte aufnehmen. Gut, Abmarsch ist in circa 15 Mike. Fahrzeuge werden von den Crews vorgeholt, damit beladen werden können. Das passiert auf Anweisung des Stabsunteroffiziers. Flavor. Ja. Wenn sonst irgendwelche Fragen aufkommen, gehen ebenfalls direkt an ihn. Alles was Munition betrifft, alles was den Vorgehen des Abends angeht, des Mittags, geht an mich. Und wenn damit die Fragen geklärt werden, wären, können die wegtreten.
Nachher noch einmal der Feldwebel zu mir. Ja. Gut. Dann auf, Jungs, wir haben einen strikten Zeitplan. Oberstabsgefahrter Bane, Leute. Warte, stinkt's doch wieder. In 10 Minuten will ich die Mannschaft und Unteroffiziere vor der Munitionsaufgabe angetreten haben. Nicht verstanden. Und, wo ist unser Vorgesetzter? Ich möchte unseren Panzer anschauen. Ich sagte, in 10 Minuten. Keine Ahnung. Nein. Feldwebel. Feldwebel. Oh, schön, ihr habt Westen, wir nicht. Fahrzeug braucht doch keine Westen. Ganz ehrlich, wenn ihr Westen braucht, die euch schützen könnt. Stimmt, das stimmt allerdings. Ist Kanada da? Nee, Kanada ist glaube ich noch im TOC. Kommt hier Rucksack aufziehen, Material. Ich hab keinen Rucksack. Komm nicht vorbei. Egal, dann machen wir Anfangsarbeit. Warte, hast du überhaupt was zu wenig Platz eigentlich? Nee, ich hab alles reingekriegt. Ich krieg jetzt zwar kein Magazin mehr mit, aber sonst hab ich alles dabei. Hunter Air brauche ich nicht, das stimmt. Dann habe ich jetzt auch Platz für Munition. Aber wir sollen uns doch da vorne aufstellen. Kanner? Ja. Abgesessen, links, rechtsseitig, rechtsseitig oder vorne raus? Linksseitig gleich. Wir durchbrechen gleich ein Compound für euch. Fahrt ihr mit durch die Stadt oder? Ja, wir fahren mit durch die Stadt. Und ist ganz rechts, das weißt du doch. Was? Gas ist rechts. Was? Weiter wir sind die Straße runter. Wir sind mit Höchstgeschwindigkeit gefahren. Jetzt rechts in den Compound rein. Links rein. Wärmekontakt 12 Uhr. Gut, bring uns hinter das Haus. Bei Kontakt direkt hinterm Haus, lade Airburst. Infanterie links absetzen. Raus. Achtung, wenn ihr rechts ins Haus rumgeht, gleich fallen. Rechts hinterm Haus, direkt fallen. Panzer hinterm Haus ist direkt ein Feind, rechte Seite, pass auf. Um den kümmert ihr euch dann am besten gleich. Kurzposition. 1-1, hier 1-2 sind derzeitig in Position, komm. Fahre BTR, denkt die Stadt ein, von Nordost, Ost. 1-1, hier 1-2 haben feindlichen BTR auf Nordost, komm. Neun weg. Kann ich nicht, der ist zwischen Häusern nicht, der ist direkt unsere drei. Zwischen Häusern liegen wir in der Stadt drin. Okay. Ja. Panzer haben Befreiung zurückzusetzen, wir haben feindlichen BTR auf 3 Uhr von uns aus. Okay. 1-1 bekämpft BTR. Hier 1-2, 1-1 bekämpft BTR, so verstanden. Komm. Soll ich zurück zur Straße? Gut, American Car steht hier wirklich verdammt ungedeckt von anderen, kann ich alles abdecken. Ja, ich weiß, wir sind hier nur hingefahren zum Absetzen, dann kam der BTR, dauert alles ein bisschen. Ja, sag nur. So, Panzer, wir versetzen jetzt gleich zurück auf die Straße, ihr führt uns dann durch die Stadt ins Zielgebiet. Wir halten vorerst noch bis 1-1 in Stellung ist. Keine Bedrohung durch Fahrzeug erkannt, lade wieder Airburst für heute. Jo. Monty, setz uns gleich mal
so zurück, dass wir auf die Hauptstraße mit einblicken können. Komm. Vielleicht schon kommt zu dir. Und halt. Halt. Ja, ich drehe nur das, die Front nach vorne. Alles klar. Panzer, hier Kana, wir sind jetzt auf der Hauptstraße, rechte Seite von euch und decken schon mal in die Hauptstraße rein. Haltet vorerst die Position. Infanteriekontakte Richtung 050. Zwei Mann bewegen sich auf Stadt zu. Entfernung ja. 400 Meter. Also die Crew sieht nach Crew aus. Ein Crewmitglied getroffen, ein Crewmitglied verletzt. Ja, ich sehe wahrscheinlich nicht gefährlich. Wahrscheinlich nicht gefährlich für uns. Was meintest du, Panzer? Du meinst die Straßensperre voraus? Kana! Kana? Wichtige Information. Ja. Aus! Die Scheune Richtung 072 Sichtkontakt. Unterer Stock Zivilist Geisel. Ja, verstanden. Achte auf Feuer. 1-1 hier 1-2, bitte wiederholen, komm. Verstanden, vielen Dank. Sie sehen, welches Haus ich meinen kann? 1-1-1-2, wir haben Zivilisten als Geisel gesichtet, komm. Kannst du mir mal zeigen, wo? Halt mal dein Rohr drauf. Direkt Richtung 070, die lange Scheune. Theoretisch kannst du, hast du diese Right and Left Panel, da kannst du auf meine Kamera schalten. 1-2, verstanden, halten Position frei. Ja, ich hab's gesehen, das Gebäude da hinten auf 2 Uhr. Panzerfan, geh vorne an der Straßensperre in Stellung. Achte bitte auf Flankenschutz bei euch. Und dann halten wir erstmal Position bis 1-1 vor Ort ist. Beziehungsweise auf ihrer Position zum Absichern der Stadt Richtung Nordost. Was meint ihr, kriegen wir die Sandsackstellung durchbrochen? Mit Tempo kommen wir da rüber, denke ich. Crashen wir dann. Nur jetzt ist da gerade Infanterie von uns da. Ja, die wird ja nicht immer da sein. Na, das weiß man hier nicht. Die wird ja nachher vorgehen zur Kreuzung und dann fahren wir über die Sandsäcke. You know what I mean? Ansonsten fahren wir rechts durch die Gärten durch. Oh, Feuer von vorne. Ja, 1-2, Korn. Weg. Haben Straßensperre voraus, 20 Meter. Dort befindet sich derzeitig eigene Infanteristen. Wir halten auf der Straße am linken Compound bei Ortseingang die halten Position kann. Derzeitig alles unter Kontrolle auf unserer Straße, haben 20 Meter voraus Straßensperre, dort befindet sich eigene Infanterie, wir halten derzeitig die Position linksseitig, rechte an der Straße, links, rechtsseitig von dem Gebäude am Ortseingang kommen. Oh Mann ey. Ist da einer am Boden von uns? Kana, das ist eigentlich das Gebäude, was... Ruhe! Eins, zwei, verstanden. Lois, du hast Feuerstatus grün. Wenn du was siehst, sag mir es nicht vorher. Knallt's ab. Ich hab's abgeknallt. Ich wollte noch was anderes sagen. Achso, was denn? Eben, das ist das Gebäude, das ich vorhin beschossen habe mit den Tarnnetzen und Zivilisten drin. Wir sollten die Feuer dahin aufpassen. Wir schon getroffen sind durch das. Ja, wir haben die oberste Stockwerk in Sicht, Con. Ja, wir sollen jetzt erstmal vorrücken. Rückt erstmal weiter vor über die rechte Straßenseite, damit wir über die Sandsackbarriere kommen und dann können wir da mal ein paar AEs reinknallen. Dann ausführen.
Glorious, für dich, wir schießen gleich in das große Backsteingebäude, ein paar HEs ins unterste Gebäude. Die Infanterie wechselt jetzt auf die rechte Straßenseite, so dass wir rüberkommen. Welches Backsteingebäude? Das vorne links oder vorne rechts? Das auf 1 Uhr, das orange-rote. Zweistöckig. Ja, genau, mit den 7 Fenstern in der obersten Reihe. HE untere Stockwerk. Ja, verstanden, setzen jetzt rüber und bekämpfen dann, Gebäude. Panzer für dich, wir sollen auch Geiseln umgehen, Zivilisten umgehen und es gibt einige Geiseln in der Stadt, die befreit werden müssen. Nur damit du Bescheid weißt. Wenn Fahrer vor Geschwindigkeit über die Sandsack wäre. HE vorerst vergessen. Panzer, dann komm mal zurück auf unsere Position, wir haben rübergesetzt. Nein. Monty halt. An den Gebäude bekämpft. Und dann führ uns mal ins Main-Gebiet jetzt. Wir sind vorne an der T-Kreuzung, komm. An dem Gebäude. Überkämpfbar aus der Sicht. Notfalls ein bisschen zurücksetzen, Monty. Vergiss es, das ist eine Tür. Okay. Das ist da drin im Gebäude rechts von uns direkt. Dafür ist ja die Infanterie da. Panzer wiederholen. Ja, verstanden, ich geb's weiter. Eigene betreten jetzt gleich Ziegelsteingebäude, nicht feuern. Bitte 12 Uhr. Eins, eins, hier eins, zwei, komm. Eins, eins, sämtliche begehbare Häuser, die uns auf dem Weg ins Main-Gebiet liegen, werden wir jetzt vorerst sichern, wegen den Geiseln, komm. Eins vor Ende. Ja, verstanden, sind derzeitig eigene drinne auf unserer rechten Seite kommen. Ja, so verstanden. Ich geb's gleich weiter. Komm. So, beim roten Backsteingebäude. Im Zielgebiet sind auch noch Zivilisten. Aber ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Louis, ne? Panzer, wir haben nachher noch im roten Backsteingebäude beim Zielgebiet noch Geiseln, die wir befreien müssen können. Nein, ein weiteres auf der rechten Seite nachher, beim Zielgebiet Main. Machen bitte Meldung, wenn du das Gebäude gesichert hast, damit wir weiter können. Wiederholt. Ja, ich habe selbst keine Sicht drauf, aber das wird es wahrscheinlich sein. Komm. Panzerfeld, mach fertig da mit dem Scheißgebäude, ich will hier weg. Bitte vorerst 12 Uhr, ne? Ja, verstanden, wir wollen rechts abbiegen, Panzer. Befindet sich auf der rechten Seite beim Zielgebiet. Panzer. Das ist linke Seite und nicht das Zielgebiet. Aber schnell. Und nimm mir nicht meine Leute weg. Ich brauche hier welche für die Kreuzung. Panzer, du hast jetzt das Kommando in der Stadt, wenn wir abbiegen dürfen, gibst du uns das Kommando. 1-2, hier 1, 1-1, hier 1-2, wir rücken jetzt vor auf Zielgebiet. Monty, rum um die Kreuzung. Halt! So, Infanterie dann jetzt vor, bis zur nächsten T-Kreuzung, da links rein.
Yuki, und unterstützt bitte den Panzerfan, damit das hier einwandfrei funktioniert. Sehr gut. Panzer, für dich, weist deine Leute an, immer hinter die Gebäude in die offenen Bereiche reinzugucken. Ich will keine Hecken oder Seitenschützen. Nicht, dass ihr irgendwie plötzlich auf dem Boden liegt. Monty, mit 10 Meter Abstand der Infanterie nach. Jawohl. Halt dich an, auf die, an die linke Seite, dort sind 3 Männer. Ja. Gut, wir halten hier. Panzer in Position, bereit zum Abbiegen auf dein Kommando, Panzer. Ja, verstanden. Wir biegen dann direkt links ab. Dann los, Monty, und links rum auf den Feldweg rein. Auf Höhe des Hauses gegenüber, das Schwarze, dann halt. Und halt. Gut, Infanterie wieder vor. Wollen wir die Liste direkt 12 von uns? Haben 12 Uhr Zivilisten gesichtet. Lange, das ist Scheunengebäude Richtung 12, da Zivilisten drin. Okay. Ja, korrekt, bei der Scheune. 1-1, hier 1-2, gesichtete Zivilisten in der Scheune bzw. im Schweinestallkorn. So, Monty, wieder 10 Meter Abstand, orientiere dich wieder an die linke Seite. So. Der Schweinestall, der langgezogene, zwischen Tarnnetz und Lazarett, da wurden jetzt Zivilisten gesichtet worden. Eins, zwei, verstanden. Panzerfan stellt 2 Männer ab, maximal 3, um das rote Backsteingebäude rechte Seite von uns zu sichern. Da sind noch Geiseln drin, komm. Fahrzeug halt. Ja, verstanden. Sicher die bzw. befreie sie. 1-1, hier 1-2, wie ist Vorgehen mit Geiseln? Nur befreien oder verladen irgendwo hin? Komm. Verstanden. Schütze 12 bis 3. Ja, so verstanden. Wenn ihr Geiseln findet, einfach nur befreien. Wir haben keine Kapazitäten, diese irgendwie zu verladen und aus dem Gefechtsgebiet rauszubringen. Ja, korrekt. Freilassen und dann lass sie in Ruhe. Panzer, wir fahren jetzt mal auf die linke Seite des Scheunengebiets, um Einsicht aufs Lazarett zu bekommen. Monty, 12 Uhr voraus. Hinter die Scheune. Langsame Fahrt. So, Schütze. Siehst du was? Erstmal halt. Panzer, wir rücken denn über die linke Seite der Scheune auf den auf den Eingang, wo ihr rauskommt, vor. Gut. Ja, positiv. Monty, denn an diesem kleinen Schuppen links dran vorbei, wenn möglich. Da sind Panzersperren. Also Hindernisse. Ja, kommst du dran vorbei? Ich probier mal. Gut. Schütze 9 bis 12. Fahrzeug halt vorerst. Panzer, Lazarett ist auf unserer Höhe, ist auf unserer linken Seite, 9 Uhr.
1-1, die 1-2 sind jetzt mit Infanterie in das Zielgebiet vorgerückt, haben mehrere Geiseln befreien können. Infanterie schaut sich jetzt kurz das Lazarett an und nimmt sich dann den rostigen Blockfokker. Eins, zwei, verstanden. Ende. Alles klar, Panzer, dann nimm mir noch den rostigen Block vor, wenn der sicher ist, dann erstmal Position halten. Monty, wenn die Infanterie uns gleich gekreuzt hat. Ja. Ja, 1-2 verstanden, ich gib's weiter, Standby. 1-1, hier 1-2, Con. 1-1, ich habe gerade Meldung bekommen von meinem Oberstaatsgefreiten Yuki. Auf der rechten Seite, also mit Blick zu ihnen, gibt's einen Kommandoposten mit Waffen und Sprengstoff, Con. Ne? Ja. Anschau ist ein Zivilist nicht befreit. Nur reingefangen im Schweinestall. Im Schweinestall ist noch jemand, der gefangen Jawohl. Ist? Ja. Okay. Dafür müsste ich absitzen. 1-1, Con. Yuki, hier Kanakon. Kannst du mir beschreiben, wo genau der Kommandoposten ist mit deiner Karte? Ich vermute mal unter dem Tarnnetz, was wir vorhin unter Beschuss genommen haben, ist das korrekt? Alles klar, danke dir. 1-1, hier 1-2, Kommandoposten mit Waffen, Munition sowie Sprengmitteln war bei dem Tarnnetz, was 1-1 und 1-2 vorn unter Feuer genommen hat, Con. Panzer, wir haben in dem Schweinestall noch eine Geisel. Zack, zack. Mir wurde gemeldet, hier in dem Stall Schleune irgendwas war. 1-2 verstanden. Wird an die nachrückenden Kräfte weitergegeben. Wann? Yuki, das Ganze wird den nachrückenden Kräften überlassen. Die werden das nachher mit Sprengmitteln hochnehmen. Anna? Ja. Eigentlich kurz Schützplatz was lassen, ich muss kurz weg. Ja, hau rein. Dass du schießen kannst, nur weil ich auf dem Passagier sitze. Gut, aber mach fix. Yuki, wiederholen. Panzer, Geiseln befreit, komm. Alles klar, gut. Hi. Ich gib's weiter. Ist das bei Höhenmarke? Ah ja, 301 hast du markiert, ne? 1-1, hier 1-2, Con. Bereit für Sitrep, Con? Zielgebiet Main ist soweit gesichert. Scheune mit mehreren Zivilisten bzw. Geiseln befreit. Sämtliche Gebäude im Einsatzgebiet gesichert. Zusätzlich haben wir ein Gebäude gefunden auf Markierung 310 zwischen der östlichen Scheunenende sowie dem Gebäude darunter. Ein Gebäude mit einer Karte kommen.
Position ist Ruhe und gelassen. Gott. Ihr seid Teil auch erfüllt. Wir kommen jetzt hin. Macht schon mal Aufstellung auf der Seite mit der Straße bei der Scheune. Wir holen euch da ab. Gott. Ah, verstanden. Habt ihr, wisst ihr von wo das kommt? Hier auf der Straße links ab, Monty. Und dann hoch bis zu dem Wasserturm da. Hansa, kannst du mir sagen, aus welcher Richtung der Beschuss kommt, Con? Wir haben Scharfschützenfeuer. Diese Explosion statt Mitte, weiße Raumentwicklung. Sollen sie wieder reinschießen? Ost, Süd, Ost ist Scharfschützenfeuer. Meine Sicht, aber auch großteil verdeckt durch Gebäude. Gut, Monty, setz uns noch vor das grüne Haus. Auf der linken Seite. Auf mein Kommando dann halt. Und halt. Panzer, wir versuchen den Scharfschützen vor euch zu sichern, damit wir dann entsprechend durch die City kommen. Schütze 10 bis 12. Ich hab da Wärmekontakt. Ein Kopf. Sieht aus wie Zivilist. Auf 12 Uhr. 119 Grad hinter einer Mauer. Ne, der feuert. Kannst du ihn ausschalten? Ich will 1, 2, 3, 4. 119, 12 Uhr. Hinter einer Mauer, nur der Kopf zu sehen. 114, ne, sehe ich nicht. Meine Kamera ist tiefer als deine, also wenn du über Mauern drüber sitzt. Ja, ist ausgeschaltet. Und es war 119, nicht 114. Ja, ist ja egal, das ist auf jeden Fall in der Mauer bei uns. Panzer, der Schütze hinter der Mauer, den habt ihr gerade erledigt. Der liegt. War das der mögliche Schütze? Okay, dann kommt auf die Straße. Wir wollen bis zur Tankstelle auf Höhe 129, die östliche Straße, das Ende der Stadt. Con? Gut, sichert die Kreuzung. Panzer in Position, bereit zum Abbiegen, links ab. So, Infanterie kommt jetzt zur Straße, sichert die Kreuzung. Glorious, das Waldgebiet auf 11 Uhr, siehst du, ne? Ja, ich habe alles auch schon abgesehen. Okay, gut. Sehr schön. Niemand, der mitdenkt. Prima. Scharfschützen gesucht. Ja, das war der vermutlich hinter der Mauer auf 119 Grad. Gut, Panzer, wenn ihr in Position seid, dann hast du jetzt das Kommando für die Fahrt durch die Stadt. Weist deine Leute auf der linken Seite nachher an, dass sie auch in die Compound-Öffnung in die Kirche reingucken. Nicht, dass da noch ein ganzer Trupp auf uns wartet, Con. Links ist Flavors Truppe. Kann auch rüberrufen. Bitte weiter. Das ist ein schönes Foto. Ja, verstanden, biegen jetzt links ab. Monty voraus, links abbiegen, bis ich Halt sag. Achtung, jemand die links und rechts der Straße. Jetzt links abbiegen. Und Halt. Schauen wir mal. Feindliche Infanterie bei Kirche, feindliche Infanterie bei Kirche, bekämpfen. Hau die Säcke weg. Infanterie dann vor, wieder vom Panzer. Problem ist,
Ereignis mit der Farbe, dass ein Schockgang jagt, weil oben plötzlich ein Riesenwärmekontakt stand. Ich hab das kurz gebraucht, um. Auf keine Feuer mehr auf die Kirche. Kein Feuer. Nee, ich hab Richtung 12 haben wir ein Fahrzeug. Ja. Panzer, wir haben Richtung 12 Uhr die Straße runter beim roten Backsteingehaus. Und kannst du 2 Meter vor, 2 Meter. Kommen. Stopp. So verstanden, ich gebe das weiter. Feindlicher Hubschrauber auf welcher Seite der Straße kommen? Linksseitig der Straße. Ich habe beim Fahrzeug jetzt 2 Infanteristen ausgeschaut. 1-1, hier 1-2, Con. Mein Truppführer meldet gerade Heckflosse von Mi 1 Hip linksseitig der Straße. Der muss hier irgendwo hinter dem. Hubschrauber muss irgendwo hinter dem roten Backsteingebäude oder stehen, Con. Verstanden. Monty, dann 10 Meter Abstand zum Trupp und langsam hinterher. Jo. Gibt's notfalls auch Flavor weiter. Der kann sich damit 1-1 auseinandersetzen. Panzer, hier kann er kommen. Bei dem feindlichen Fahrzeug, rotes Backsteingebäude, haben wir am Eingang 2 Infanteristen ausschalten können. Möglicherweise sind dann noch mehr, die wir derzeit nicht sehen können, Con. Herzlich Kontakt zu Mi. Okay. 1-1 hier, 1-2, sollen wir die Mi zerstören, Con? Fahrzeug kurz halt. Macht das Ding flugunfähig, Glois. Na, eigene Batterie ist wahrscheinlich zu nahe noch. Okay. Die gehen weg, Achtung, alles klar. Lade AP, mach mit AP auf Rotor. Feuern. Panzer, überlass das der linken Straßenseite, melde denen das notfalls. Ich kann die ja nicht anquatschen, Con. Ja, das ist korrekt, wir haben Aufgabe, den flugunfähig zu machen, Con. Das ist eigentlich besser. Warum lässt sich zu? Das ist ganz in die Luft, egal. 1 hoch verstanden, haben Patrick. Feuer eingestellt. Panzer, eigene Kräfte sind jetzt beim Helikopter. Feuerstrupp halt, bis sie wieder aufgerückt sind. 1-1 hier, 1-2, haben wir eigene verletzt dadurch den Beschuss auf die Mi-Con? Eins, zwei, verstanden, bleiben auf Standby, zwecks Meldung, Ende. Ja, uns erwischt oder was? Eventuell durch den Beschuss auf den feindlichen Hubschrauber. Ja, so verstanden, schicke meinen Infanterietrupp rüber, Unterstützung kann. So verstanden, schicken eigenen Trupp rüber zur Unterstützung von Bravo 1-1 Con. Panzer, geh mit deinem Trupp auf die linke Straßenseite. Bravo 1-1 ist im Feuergefecht, versucht sie so gut es möglich geht zu unterstützen. Wir halten hier vorerst die Position. Also, so verstanden, ich bald meine Männer dann hier, Con. Panzer, letztes Kommando zurück, Stellung halten. Panzer? Ja. Ich muss meinen Platz nochmal kurz hier freigeben. Was bitte? Ich muss mal kurz nochmal meinen Platz nochmal dir freigeben. Ich muss dann schützen ran, du. Ja, mach das. War zwar noch nie wirklich Schütze, aber wird schon klappen. Ah, oh, kannst du nicht viel falsch machen.
Ja, ich weiß noch nicht, wie ich mein Ziel locke. Tab. Da mach ich mal die Lautstärke, das ist das Problem. Ach so, naja, stimmt. Da muss ich auch noch ändern. Ich spring mal eben ganz schnell, hol mir noch mal einen Kaffee, ich bin sofort wieder da. Jungs, was ist denn mit euch los? Was ist das für eine Arbeitsmoral hier? Der eine muss die ganze Zeit kacken und der andere muss die ganze Zeit pissen, weil er die ganze Zeit Kappe wie am en masse trinkt. What the fuck? Ich sitze jetzt hier alleine im Panzer, kann mich nicht nach vorne, nicht nach hinten bewegen und kann vor allem nicht verdammt nochmal schießen mit dem Scheißding hier. So eine Pisskacke. Panzer, für dich nochmal zu... Für Info, 1-1 hatte einen Ausfall, den haben sie jetzt wieder hoch, bewegen sich zurück zum Konvoi. So verstanden, Ende. Ja, so schnell war's ja. Was ist bloß mit euch los? Als Panzerfahrer nutzt du jede Möglichkeit, wo du mal ganz kurz weg kannst. Ja, der eine muss die ganze Zeit scheißen wie ein Verrückter. Der andere muss die ganze Zeit pissen wie ein Verrückter, weil die ganze Zeit Kaffee trinkt wie ein Bekloppter. Richtig, richtig. Ja, da kann ich auch nicht arbeiten. Der Trupp von Flavor ist links an uns vorbeigerückt. Ja, und dann fahr mal langsam hinterher, 10 Meter Abstand. So Panzer, dann langsam wieder voraus, wir hatten 10 Meter Abstand und sag Flavor noch wegen dem roten Backsteingebäude Bescheid. Und halt erstmal. Jetzt sollen die ja gleich sowieso erst Munition fassen von unserem Panzer, glaube ich, ne? Das war ja, glaube ich, der Plan. Jo. Wir haben 5 Gurte fürs MG, 16 Magazine, ein paar Rauchgranaten, eine Granate, ne? So viel. Oh, ich glaube, die haben so viel aber noch nicht gebraucht jetzt. Das waren jetzt ja keine mega, mega harten Gefechte, die die hatten. Ne. Ich fahre jetzt weiter. Ja, langsam vor. Orientiere dich erstmal an die rechte Seite. Ja, rechter hinten. Trupp. Links geht nämlich kurz in das Gebäude. Ja, ich gehe zurück auf Kommando 6. Und nur mal das Scheißen und Kaffee trinken verkneifen. Ja, auch nicht die ganze Zeit draußen gerne rauchen etc. oder mach irgendwas. Ich kann mich momentan leider nicht verkneifen, Karl, tut mir leid. Geh dann jetzt mal auf Desktop und schau mir erstmal ein Porno rein. Oh, also auch geil, ja. Dann. Ja, kurz. So, Monty kurz wieder halt, damit links sich wieder einordnen kann. Karl, ich muss eine Woche auf Kommando scheißen, deshalb. Schlimme ist, wenn ich auf den Schützenplatz gehe, ich habe keine Ahnung, wie ich den Scheiß bedienen muss. Weil Tab-Taste mit Locken geht ja nichts. Was, Tab-Taste? Ja, das ist die Entfernung zu locken. Doch, geht. Nee, bei mir nicht. Ja, weil die Lautstärke da drauf hat. Nee, das ist nicht, das geht bei mir auch. Du bist nur zu nah dran. Das geht nicht unter 200 Meter. Okay. Da muss ich mich weit wegschauen, damit das geht, aber... Oh, da kreuzt einer. Nee, danke. Was? 1-1, hier 1-2 haben Tankstelle erreicht. Weiter geradeaus. So, und auf welcher scheiß Hügelkante ist jetzt dieser Scheißpanzer? Das haben wir gar keinen. Direkt vor uns Feinde, Infanterie zurück, Monty zurück. In der Hügelkante haben wir beide Ground Infanterie, für das zu nah dran. Achtung, RPG-Schützen weg, Monty, weg! Der lädt, RPG-Schützen tot. MG lädt, leer. Panzerfan, wir haben voraus feindliche RPG-Schützen Richtung 053 Grad auf offenem Gelände südlich von von Donau. Haut die weg. Kana, guck mal auf die Karte kurz, Kana. Ah, korrigiere Nordost. Kana, guck mal auf die Karte. Hä, was denn? Wir sind ja momentan in unserer Infanterie stand, hier überall an der Hügelkante, überall Feinde, wenn wir wieder hier zurückstoßen, hier können wir die locker bekämpfen auf die Entfernung wieder, wo wir früher waren hier. Wo waren wir denn früher? Wir waren noch gerade hier. Ja, bei dem Wählerwaldstück waren wir früher, konnten alles da vorbeischießen. Ja, da fahren wir aber nicht mehr hin, wir haben Auftrag die Stadt zu durchqueren. Gut, da müssen wir ein bisschen Infanterie die ganze Hügelkante vor uns gesichert hat. Ich kann meinen Rohr nicht runterkippen,
also wir haben keine Chance gegen die. Ja, ein 2-Korn. Ja, das ist uns bekannt, Korn. Auf jeden Fall RPG-Schützen, also Infanterie mit RPG-Schützen und irgendwo wurde mir noch von feindlicher BTR, BMP, also halt irgendein Drecks-SPZ gemeldet, aber ohne Positionsangabe kommt. Eins, zwei, verstanden, komm. Panzer, hier kann er kommen. Panzer, komm bitte auf Koordinate 038086. Wir haben im näheren Bereich feindliche RPG-Schützen. Wenn die uns, wenn die über die Hügelkette kommen, können wir die nicht mehr bekämpfen, weil wir unseren Rohr nicht niedriger bekommen. Wenn ihr bei uns seid, dann ausrichten Richtung Nordost, da war zuletzt feindlicher Infanteriekontakt begonnen. Zu genauere Beschreibung, wo wir derzeitig stehen, wir stehen direkt in der Feldwegkurve bei Donau, neben einem Haus. Ich habe uns mal die Infanterie rangeholt. Ja, das ist korrekt. Die Infanterie befindet sich ja auch Nordost hinter dem Abhang. Ja, ich habe sie wieder bekämpft. Unter anderem. Ja, solange ich nicht weiß, wo der Panzer steht, kann ich auch nichts machen. Sag mal, wozu habe ich eine Drecksinfanterie, wenn die sich nicht den Arsch in der Hose zu besitzen, einfach mal den Gegner platt zu machen, nur weil sich da irgendwo ein behinderter SPZ befinden könnte? Mann. Wie machen wir das halt? Über die Infanterie vor Unterstützung. Ich habe Schicht auf die, die schießen. Ich weiß nicht, ob das Freund oder Feind ist. Das ist hier nur Wärmebild. Ja, hier genau, Feind. Vertraut einfach, dass die auf die richtigen schießen. So, wo stehen meine eigenen? Unsere eigenen sind auf unserer 6 Uhr. Panzerfan, entferne dich nicht zu weit von unserem SPZ. Geht aber in Deckung. Wir versuchen hier die Richtung Nordost, den Feldweg runter Richtung Markierung Donau am Waldstück zu bekämpfen. Bei der Airburst. Oh, der hat auch gesessen. Glorious, die feindlichen Schützen waren vorhin auf 12 Uhr, ne? Ja, die vor 12 Uhr direkt die Hügel, hinter der Hügelkante vor uns, neben direkt in der Feldstraße. Audiofahrzeug? Panzer, hier kann er kommen. Panzer, kannst du mir wenigstens die Himmelsrichtung sagen, wo der feindliche SPZ vermutet wird? Nordost, Nord, Süd, Ost, West, was geht da so ab? Im Nordosten, verstanden. Also da, wo wir gerade eigentlich hingucken, Richtung 12 Uhr, soll sich irgendwo auch noch ein feindlicher SPZ befinden. Aber schwer. Monty, kannst du mal kurz unser Motor ausmachen? Ich glaube, ich höre den auch. 1-1, C-1-2, Con. Gemeldet feindlicher SPZ Richtung Nordost, keine Sicht von 1-2 auf feindlichen SPZ kommen.
So verstanden, geben Sie Obacht, Richtung Nordost befinden sich weiterhin möglicherweise noch RPG-Schützen. Die haben uns vorhin versucht aufs Korn zu nehmen können. Sie können jetzt nochmal versuchen vorzustoßen. Ja gut, dann Rohr auf 12 Uhr. Panzer, hier kann er ran. Sichert vorzeitig erstmal bei der unsere rechte Flanke, da hatten wir vorhin gerade mehrfach einen Infanteriekontakt weggenommen. Wir stoßen nochmal Richtung Nordost vor, um entsprechend den SPZ zu finden, komm. Wir klären das auf. Sichert uns unsere rechte Flanke. So, Monty vor, bis zu dem Zaun. Schütze 12 Uhr. Der feindliche SPZ könnte auch ein 50er Kaliber oder Maschinengewehr sein. Hier ein 2 kommen. Ich sehe auch die Bekannte weiter noch. Unsere derzeitige Position ist in der Kurve vom Feldweg bei Donau kommen. Vorrücken auf 358, komm. Das sollte uns möglich sein. Wir sind derzeitig noch beim Aufklären Richtung Nordost, zwecks RPG-Schützen und vermuteten SPZ, was auch eventuell ein gut getarntes MG sein könnte, komm. Eins, zwei, verstanden, rücken auf ihre Position vor, komm. Panzer, hier kann er kommen. Panzer, wir rücken jetzt auf Füllenmarke 358 vor, am Ortsausgang von Donau, komm. So, Fahrzeug 15 Meter zurücksetzen. Halt. Jetzt auf... Oh, ich hab kurz zu großen Zoom. Scheiße, können wir nicht umfahren. Doch, können wir. Jetzt drehen auf 2 Uhr, Monty. Denn rechts an der Straßensperre vorbei und dem Weg entsprechend weiter folgen. Willst du jetzt gleich rechts oder links? Da kommt jetzt die Straßensperre, wo wir nicht durchkommen. Ja, erstmal geradeaus. Da ist ja eine Lücke zwischen der Straßensperre. Nee, ist nicht. Da kommen wir nicht durch. Das war die, wo wir vorhin festhingen. Okay. Dann fahr jetzt mal vor, gucken, ob wir links raus können, weil rechts geht ja nicht. Ist alles dicht. Wir können dann hier rechts rumfahren, können wir. Ja gut, dann fahren wir rechts. An dem Gebäude noch vorbei. Oh, oder so. So, Fahrzeug halt. So. Das ist unser eigener Panzer. 1-1 hier, 1-2 stehen zu ihrer linken Flanke. Ja. Con. Aber der Feind soll doch jetzt auf 2 Uhr sein, ne? Da war er doch zuletzt gemeldet. Auf 2? Nee, auf 10. Hier, glaube ich, auch was. Also Bundeswehrsoldat im Glück geschaut, immer noch nicht. Bitte Ruhe. Ja, 1-2 verstanden. Ziehe Infanterie nach und dann bauen wir Sicherungsstellung Richtung Südwest auf, komm. Eins, zwei, verstanden. Panzerfan, hier kann er kommen.
Panzerfan seid.